Jo Leute, was geht heute zu einer neuen Folge Rush Attack? Wie geht's euch, bevor das Video beginnt? Like bitte da lassen, weil diese Videos dauern lange aufzunehmen und hochzuladen. Schneiden jetzt nicht so lange. Und irgendwie Kommentar schreiben oder so für den Algorithmus. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das hat sich auf jeden Fall ein bisschen bis zur letzten Folge getan. In der letzten Folge haben wir mein Kistenlager gebaut. Ich habe es gerade online genommen. Also, das geht gerade hoch. Dies immer nur eine Stunde. Also nicht so viel. Bei Villagern hat sich ein bisschen was getan. Hier haben wir zwei Villager. Den trade ich gerade noch. Und hier haben wir Sharpness 5 für 19. Der an. Nehmen wir Smite. Für 60 Emeralds. Der ist nicht getradet, aber updatet sich trotzdem nicht. Mittlerweile Tag 41, das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, Tag 24, glaube ich, ungefähr. Ich habe hier den Soßenaufzug gemacht. Ich habe. Stimmt, ich habe. Dieses Ding hier gebaut. Es wird noch schöner gemacht. Alter. Aber es ist auf jeden Fall eine Zuckerrohrfarm, die gut schallert, weil der Tick-Speed hochgestellt ist. Also. Ja, wenn ihr jetzt euch fragt, was Tick Speed, dass alles schneller wächst und so. Und es alles schneller passiert. Außer halt irgendwie Tageszeit und so. Ich würde sagen, ich gehe jetzt kurz vertraden. So, übrigens, ich habe noch nicht herausgefunden, wo Tornado oder so wohnt. Ich habe wirklich. Also, ich denke mal, hier ungefähr in diesem Gebiet. Weil die haben zu mir gesagt, jo, wir haben ein Cebium gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe nur gesagt, Richtung Norden glaube ich und Richtung Ost. Warte. Irgendwas haben die noch gesagt. Richtung Ost wäre ein bisschen komisch, weil da müsste hier irgendwo eins sein. Ich weiß auf jeden Fall nicht ganz, wo die wohnen. Also ich kann euch erstmal keine Runde dazu geben. Ich bin gerade auch alleine auf dem Server. Spielfisch wird so in den nächsten paar Cuts dazukommen. Der ist gerade noch kurz weg. Ich jetzt auf jeden Fall das Papier. P für traden. Moin, Homie. Also wirklich das Anstrengendste ist einfach Mending oder irgendein gutes Enchantment einfach zu bekommen. Ich möchte irgendein gutes Enchantment haben und dazu Papier-Trade am besten. Ist wirklich so nervig und ich überlege ja die ganze Zeit, welche YouTube-Videos ich aufnehmen kann. Weil heute ist gerade ist ja 22:25 Uhr am 22. Und ich muss es eigentlich noch hinbekommen, bis Weihnachten mal so noch 5 Videos irgendwie versuchen hochzuladen. Okay, und das ist ein guter Trade. Den nehmen wir. Spielfisch hat gesagt, bitte hol mir Fortune. Deshalb werden wir den Fortune holen. Das denke ich mir auch gut für uns. Wo war ich stehen geblieben? Stimmt, ich muss auch ja sehr viele Videos hochladen. Also biete irgendwie, keine Ahnung, macht irgendeinen Support oder so, Videovorschläge. Ein Videovorschlag habe ich und zwar die Mika, keine Ahnung, ob du es siehst, aber ich habe deinen Kommentar gelesen, auch geliked und so. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde auf so einen YouTuber reagieren, der sagt, jo, so könnt ihr 2 Minuten bei Crafted 10 dabei sein. Und das muss ich ausprobieren, hat Mika gesagt. Probieren wir, ob es real ist. Muss ich das doch probieren, aber sonst habe ich gerade keine Videoideen. Außer so eine, aber die verrate ich euch noch nicht. Obwohl doch, ich habe voll viele Videoideen. Ich habe noch eine vielleicht als Weihnachtsspecial. Und zwar ein bisschen Roleplay. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, war Montag, jetzt Donnerstag. Ich habe übrigens heute Ferien. Derzeit ist halt nur das passiert, was ich gezeigt habe. Ich war jetzt die letzten 2 Tage nicht online. Heute habe ich wieder ein bisschen gespielt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht kein zu großer Verlust, dass ich jetzt keine Videos mehr gesehen habe. Toronados Dinger da unten sind irgendwie weg gewesen. Deshalb habe ich die Rote einfach abgebaut. Und bitte, Tore, wenn du es siehst, bitte verzeih mir, dass ich die Rote abgebaut habe, okay? Tornado immer noch nicht da. Niemand auf Server, außer ich. Stimmt, ich habe doch noch eine ganz wichtige Änderung, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar den Homies hier. Oh, gerade ein bisschen Leder. Also ich habe die eigentlich nur geholt, dass ich ein bisschen Leder bekomme.
In meinem Kistenlager sind jetzt hier noch ein paar neue Sachen. Ich habe gerade gesehen, das hier muss. Die Sticks müssen wir hier hin. Wir traden uns mal kurz Fortune. So, Jungs, Fortune ist geholt. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich ein bisschen Strip Mining. Ne, nicht Strip Mining. Mining meine ich. Begehen. Hoffentlich kostet es nicht zu viel. Nein. Ich wollte euch nochmal meine Tode zeigen. Ich bin ein paar Mal gestorben. Siebenmal. In der letzten Folge bin ich, glaube ich, zwei, dreimal an Tore gestorben. Weil wir im PvP gemacht haben. Spielfisch hat mich noch einmal gekillt und dann, keine Ahnung, wie ich doch gestorben bin. Sieben Tode habe ich jetzt. Ich glaube, Spielfisch hat aber trotzdem noch mehr. Der ist auch noch ein paar Mal gestorben. Leute, ich habe gerade noch 20 Emeralds hier einfach in unserer Kiste gefunden, die ich irgendwie nur so hatte. Ich werde jetzt auch, glaube ich, mal vertraden. Ich werde, glaube ich, werd mir Sharpness 5 holen. Also einen Villager. Und habt ihr irgendwelche Ahnung, wie ich die Dinger hier. Ciao. Loswerde? Die sind überall, Mann. Wirklich überall in meiner Base. Hier ist jetzt gerade einer abgehauen. Ich glaube, da unten ist noch einer. Hier ist noch einer bei. Immer wenn ich einmal kurz hier reingehe, die gehen direkt auch da rein. Ich habe schon versucht, hier so eine Barrikade zu machen. Deshalb ist ja auch so Dings. Habe ich aber keinen Bock wegzumachen. Bitte, wenn ihr Tipps habt, schreibt sie mir in die Kommentare, weil ich habe keinen Bock da drauf. So, Jungs, ich habe die Schafe auch noch umgefärbt und ein bisschen vermehrt. Also nicht wundern, warum die auf einmal wieder weiß sind und nicht rot. So, Jungs, wir haben jetzt Sharpness 5. Okay, und diesen Free Hit, also. Geht klar. Ist es auch noch nicht das beste Free Hit. Ich hoffe, Spielfisch wird gleich dazukommen. Weil ich werde ihm versuchen, ein paar Emeralds anzudrehen. Dass er mir die für Dias eigentlich abkauft oder so. Ich habe 31 Emeralds. Also ich meint, vielleicht mit Glück kriege ich ihn dazu, Dias rauszurücken. Übrigens habe ich ihn ausgeleuchtet. Oder er farmt sich halt einmal an seiner Insel. Wirklich, guckt euch das an. Ja, einfach so ein Sugarcane-Kreis. Junge, was ist das auch null ausgeleuchtet? Warte. Ich habe Nebel an. Nee, doch nicht. Sieht nur so aus. Ich habe auf meiner Insel können keine Monster mehr spawnen, soweit ich weiß. Vielleicht an so manchen Stellen noch ein paar, aber. Ich hatte hier vor, ein paar Creeper. Ich habe dieses Creeper-Loch aus der letzten Folge immer noch hier. Das hier. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile schon mal ein Creeper mehr explodiert ist. Die Starterbase habe ich immer noch keine Ahnung, dass ich das richtig bauen will. Muss ich mal gucken. Jüngst Planänderung. Ich hätte die Emeralds doch nicht Spielefisch versuchen anzudrehen. Sondern ich werde einfach versuchen, mir Bücher. Regale zu traden und die haben wir nicht mehr, also müssen wir doch Planänderungen und Spielefisch, die versuchen zu verkaufen, ignoriert alles, was ich in dem Let's gerade gesagt habe. Ich mache jetzt ein bisschen auf Bootstour, um mal hier ein bisschen zu erkunden. Oder vielleicht auch mal hier oben, weil hier oben haben wir wirklich noch gar nicht. Okay, ich glaube, ich werde doch eher nach hier oben gehen. Ich möchte mal suchen, also ich möchte deren Base mal suchen. Von Tore und Mardon, was Mardon? Ich glaube schon. Ich sage euch einfach, wenn ich irgendwas Krankes gefunden habe. So, Jungs, ich glaube, Spielefisch ist da. Müssen wir mal kurz gucken. Und zwar, du bist jetzt auf YouTube direkt. Sag irgendwas. Was? Du bist jetzt direkt auf YouTube. Sag irgendwas. Ui, hallo. Ja, Spielefisch ist auch dabei. Ich versuche immer noch deren Base aufzuspüren, weil ich bin Mr. Schnüffelente. Die Chunks laden schon wieder so schnell wie Sine, den sie dann Locken auf dem Kopf hat. Warte mal, kann überhaupt in dem Warm Ocean ein Mushroom-Ding spawnen? Nee, oder? Oder du, da fragst du gerade ernsthaft den Falschen. Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich habe noch nie eine Mushroom in so einem warmen Biom gesehen. Deshalb bin ich gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren. Super, läuft gut, YouTube. YouTube, ne? Also die Chunks laden echt super. Und auf einmal stehe ich nie neben so einem Ding, so neben so einem riesen Ding, wo Bobs drin sind. Hau ich rein. So, YouTube, ich habe einen Dark Oak Forest gefunden in Zita Zauberwald. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz geil. Oh, den haben wir hier. Interessant. Also, ich habe hier vorne schon mal Festland gefunden. Ich glaube, das hier wird jetzt alles noch Teil dieser Insel sein. Also, ich denke mal, Toronato müsste hier ungefähr sich untergesiedelt haben oder hier. Ich weiß es nur noch nicht.
Tomato, wenn du es siehst, Spielefisch hat dich gerade als Maulwurf beleidigt. Ich habe es leider nicht aufgenommen, Nein. aber jetzt habe ich es aufgenommen und jetzt bist du verklagt. Bidu, Bidu, Mycelium. Ich glaube, ich habe Tomato gefunden. Okay, also hier müssen wir jetzt direkt mal nachgucken, ob hier vielleicht Torinator ist. Oh nein, der starke Endboss Torinator ist da. Ich muss ihn irgendwie bezwingen. Oh nein, er fügt mir sehr, sehr viel Leid hinzu. Ich muss mich hier hinter verstecken. Puh, mit taktische Drehung. Und hinter dem Hals hier. Puh. Homie, Homie, bitte hilf mir. Ich muss den starken Torinator besiegen. Puh. Ich habe ihm einen Hit gegeben. Wow, nein, Hilfe! Torinator ist zu stark für mich. Aber werde ich ihn besiegen, das seht ihr im zweiten Part.